Was geht ab, YouTube? Da sind wir wieder mit der höchstwahrscheinlich letzten Folge von Jedi Survivor. Wir haben so gut wie alles in dem Spiel jetzt schon erledigt. Wir sind jetzt noch auf dem zerstörten Mond, weil wir hier noch 5% Rest zu tun haben, was unter anderem halt Datendisks sind. Und auf jeden Fall noch ein Scan, den ich hoffentlich hier auf dem Planeten finde, damit wir auch die komplette Boat-Story haben. Und ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch machen soll hier. Und, ja. Alter, der ist ja sowieso in meinem Team, ne? Aber wir wechseln schon mal auf das. Achso, ne, das war ja nur, glaube ich, der Shortcut da hinten hin, ne? Da ist noch irgendwas, wenn wir da durchgehen. Ah, guck mal, da sind Rohre. Ja, aber warte mal, die Rohre waren ja für den komischen einen Weg da hinten, ne? Interessant. Durchaus, durchaus. So, dann haben wir das. Dann gehen wir einfach hier weiter. Und dann gehen wir in den großen Raum, also gleich rechts hoch. Okay. Wollte der gerade geblockt sagen oder du blockst? Okay, ich dachte, da oben wäre jetzt was. Ich weiß, dass hier noch einer steht. Was geht? Du bist also ein Jedi. Ja, und du bist ein Idiot. Schön, dass wir uns einander vorgestellt haben. So, hier war jetzt der Raum mit den ganz vielen Dingern. Ganz ehrlich, das lohnt sich gar nicht. Hau ich jetzt dem einfach aufs Maul. Wo kommt denn keiner? Damals sind die alle auf mich zugestürmt. What the fuck? Ich würde einfach nur den Typen da anwählen.
Nee, den. Nein, den. Ja, danke. Ich bin keine Bedrohung. Sie sind hinter dir her. Du Mistkerl! Ah, ja. Das will das gerne. Und, was hast du gefunden? Gut, das heißt dann jetzt raus und dann rechts und dann links ist die Kiste. Aber ist hier vielleicht noch irgendwas? Servus. Er sagt nichts. Ah, das ist nur noch ein anderer Weg dafür, okay. Hier war ja damals auch ein Bossfight, das weiß ich auch noch. Komm mir jetzt mal vor, als würde ich Mario spielen, ey. Okay, warte, lass mich eben gucken. Oben rechts ist der Shortcut. Da kommst du dann einfach später rüber, indem du darüber gehst. Ah, dann gehen wir einfach die Runde, dann haben wir den Scheiß sowieso. Okay, what the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Ah, komm, wir gehen einfach erstmal schön in die Falle rein. Genau. Alles geplant. Beruhigt euch. Das ist wieder der Shit. Ach so. Okay. Da war der ganze Rotz. Ja, wir könnten auch theoretisch da lang gehen. Dann sparen wir uns die scheiß Kletterpartie da. Da war nichts mehr. Ich habe nämlich nur da was gesehen gehabt. Nach dieser Ah, okay, warte mal. Genau, das ist der Weg. Das war der Weg. So, und jetzt irgendwie zwei Dinger auf der Zwischenplattform. Okay. Ich glaube, noch eine Disc fehlt, ne? Ne, zwei. Okay. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Okay, hier passiert ja gerade nichts. So, da rechts dürfte gar nichts mehr sein. Aber wir können hier hin. Nee, da aber können wir aber nicht hier rüber hin.
glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch. Okay, das heißt, wir können da... Wir probieren es einfach mal. Wait a second. Okay, ich dachte, ich hätte was gesehen. Warte mal, vielleicht ist da ja? Naja, hier ist nicht das Echo. Okay. Ah, doch, da konnten wir wohl hoch. Lulz. Oh mein Gott, wie habe ich mich da durchgeglitscht? Weil da oben ist safe nichts drauf, oder? Na, ne, ich glaube nicht, dass da oben das eine Echo ist. Hab nicht geguckt, aber auch meinen Ausdauerbalken geguckt. Absolut. Hilf mir bitte. Ah, den Pisser habe ich nicht bekommen beim letzten Mal. Okay, fuck. Okay, das heißt, ich muss es so oder so dann neu laden. Also ich muss hier später nochmal hin zurück. Aber ist ja kein Problem. Gut. Aber wie soll ich da hinkommen? Oh, ich dachte, er ist oben drauf und geht dann runter. Oh Mann, ey.
Wo soll ich denn da hin? Ah. Nee. Doch, das war so. Moin. Ah, oh, schade. Ich dachte, das wäre das letzte Echo, ja. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt. Okay, das heißt, wie komme ich jetzt am besten... nochmal dahin. Ja, auf jeden Fall nicht hier rüber. Ich weiß ja nicht, ob da wirklich Lore liegt. Dein Eifer ist bewundernswert. Selbst wenn du nicht überlebst, wird uns eine solche Leidenschaft zum Sieg führen. Eine Wunde ist nur eine Wunde. Wow, danke dafür, Sherlock. Oh, verdammt. Es ist vorbei. Sieh dich nur an.
Klaus, danke. Okay. Gut, das wollte ich nicht. Scheiße. Das wollte ich überhaupt nicht. Naja, jetzt ist es so. Das Ding ist, wie komme ich denn... Von da oben kam ich ja, aber dahinter war ja nochmal so ein Ding. Missgeburtenspiel, Alter. So lächerlich, ja. Schon wieder. Ich kotz ab, Alter. Brauch einen Muntermacher. Guck, jetzt hält er sich fest, oder was? Wir gucken halt immer noch so herrlich dämlich in ihr eigenes Verderben, ey. Da oben. Von da oben muss ich das machen. Achso, hier rum. Aber bisher habe ich es nicht gesehen. Ganz ruhig. Wir gucken jetzt erstmal hier. Naja, da am Ende wartet auf jeden Fall was.
Hä? Moment. Ah. Aber von der... Nee, warte mal, hä? Nee, ich bin da unten. Da ist... Ah, ich muss zu dem davor und dann ist da irgendwas. Ja, genau hier. Okay, hier ist nichts mehr, da auch nicht. Das war, glaube ich, das Ding vor Ravis, ne? Einmal speichern. Fällt mir ein, ich habe nie diesen Stampfer gemacht, ne? Ja, den. Den habe ich nie gemacht. Geskillt, aber nie benutzt. Also da auf der Plattform. Aha, guck mal, da ist die Kiste. Ist die Kiste. Ja, und sonst war hier nichts. Hat der beim Kampf gegen Ravis damals geholfen? Ich weiß es nicht mehr. Tschüss. Oh no, vielleicht liegt ja auch da irgendwas drin. Ich gehe erstmal hier hinten gucken. Bevor ich mir den Schmerz nochmal gebe. Na, hier ist es echt schon nicht. So komisch aus. Doch mal kurz Hoffnung noch gehabt. Gut, gut. Hinter dir her. Werfe eine Granate.
Moin, was geht? Ich bin keine Bedrohung. Erinnert euch an eure Ausbildung. Das ist gut. Eine Wunde ist nur eine Wunde. Oh, das muss doch wehtun. Hebe ab. Geht zum Arzt. Oh, fuck. Bewegen kannst du dich. Interessant, wie sein Schlag noch durchgeht. Ja, ja, durchaus. Absolut verständlich, völlig normal. So, hier ist auch kein Echo. Vielleicht? You never know. Hier ist die Werkbank nochmal. Da gab es ja damals das Upgrade mit dem Gleiten, meine ich. Naja, da ist nur das. Achso, man muss ja jetzt da oben wieder raus, ne? Stimmt. Man kam ja gar nicht mehr hier raus. Aber auf der Seite ist es gewesen. Man weiß ich nämlich noch, wo ich damals gerätselt habe. Ich so, hey, wo muss ich lang? Töpöpö. Da. Ja. Ach ja, genau. Hä? Okay, anscheinend nicht. Ah, und dann wieder auf die Seite. Oh mein Gott. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Naja, auch nicht, hä? Ach, hier rüber. Hilf mir bitte. Nur am besten dann noch ohne zu sterben. Ey, Digga. Es ist doch jetzt nicht mehr lustig, oder? Ja, doch, für mich ist das lustig. Danke, Eddie, ich weiß. Es hätte auch trotzdem vorher schon gepasst, aber ist okay. Ist okay, Digga. Na toll, jetzt bin ich aber original... Ah, hier war das. Ja, gucken wir noch mal. Ob es dann vielleicht oben gewesen ist? Aber eigentlich nicht, ne? Da waren ja die ganzen Robos, die nicht mehr da sind. Ach so, ja klar, weil ich die gekillt habe. Ha, Profi. So, habe ich schon erhalten. Okay, 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 okay. Ja, dann ehrlich gesagt. Keine Ahnung mehr. Ja.
So. Und durchatmen. Wir haben noch zwei Klumpen. Das war genau mit dem Vieh. Ja, da müssen wir nochmal hier hin. Anlagenkanal. Ach scheiße, ich hab nicht weitergeguckt, ne, was danach noch war. Weil in der Arena hatte ja Boat auf jeden Fall auch eingegriffen. Das heißt, da könnte wirklich das letzte Echo jetzt noch liegen. Da rein nicht. Noch ein weiter. Und dann noch ein weiter. Hey, Moment. Warte, das ist von da. Dann gehe ich doch einfach da lang. Das sind weniger Gegner. Genau, da waren nämlich diese Boys. Da unten. Ja, da unten ist der. Okay, nice, habe ich bekommen. Jetzt noch eine einzige, Digga. Eine allerletzte. Dieses Spiel will mich... Achso, ja. Ich weiß auch schon, wo sie ist. Okay, gibt's da nicht einen anderen Weg hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann ja da hoch sowieso nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall den ganzen Spießrutenlauf da hinten nochmal machen. Achso, hier ist ein Shortcut. Haha, brauche ich aber nicht mehr. Hihi. Das Brücke. Okay.
let's go. Nee, warte. Da komme ich ja wieder dahin. Aber ich muss ja... Ich muss dahin. Gibt es denn von hier aus keine Möglichkeit, da runterzukommen? Was da? Na. Lass uns hier eine Pause machen. Nur wegen diesen scheiß Robotern da unten, ne? Ja, super, jetzt weiß ich nicht mehr den Punkt. So. Von da aus kommend, bla bla bla. Was ist der hier direkt? Ja. Okay. Warte mal, sind wir nicht... Hallo. Oder wäre das der Weg gewesen, wo wir zurückgekommen wären? Nö, hier war ich gar nicht. Kurz gedacht, der Weg wäre wieder weg. Okay, das war der Punkt, von dem wir gerade gekommen sind. Okay, dann können wir aber hier trotzdem mal eben rumgucken, ob hier vielleicht das Echo liegt. Das war ja das Echo von... dem Typen, wo er gesagt hat, oh ja, ich bin der einzig richtige Pilot für diese Scheiße hier. Glaube ich nicht. Ah, und ihr das. Ich hätte mich einfach da hinten hin teleportieren können, ne? Also ich hatte das ja gemacht gehabt, um zu checken, ob da noch die Lore ist, aber war sie ja nicht. Also hier lang. Da ist nämlich er. Achso, ist Werkbank. Wait a second. Das würde dahin gehen. Nee, wir müssen dahin. Nee, wir müssen dahin. Nein, wir müssen da. Ja, okay. Wir müssen den Weg nehmen. Und dann links rum. Da ist wieder er. Weil er mich getroffen hat, oder was? Ich werde euch zeigen, warum ich das Weil du dumm bist?
Okay, cool. Okay, ich darf jetzt nicht choken. Mann, bitte! Ich hasse dieses Spiel. Ja, komm, ganz ehrlich, ich kann auch sterben. Who cares? Geht jetzt schneller als einfach wieder zurück. Digga. Ich muss eine Möglichkeit finden. Den ersten zu capturen. So schlägt ein echter Jedi, du Spast. Okay, ich muss es ohne Anvisieren probieren. Du kannst davon nicht mal sterben. Das ist doch nicht wahr. Ich will nicht mehr. Boah, Junge. Gehe ich jetzt wieder zurück in die Blitze.
Da kann ich auf jeden Fall sterben. So belastend. Na egal. Kann ich vielleicht auch mal in diesem verkackten Leben Luck haben? Nein, bitte nicht! Hey Junge, es ist doch nicht wahr! Na super, ey. Mich wird jemand erschießen. Ich will wirklich nicht mehr. Er ist weg. Ne, er ist nicht weg. Jetzt ist er weg. Keine Lust mehr. Egal was ich mache, es scheitert alles.
Es ist so ein dummer Witz. What are the chances, Digga, dass der da landet? So, Versuch 3.498.700. Tschüss. Ey, komm. Jetzt ganz ehrlich, ne? Jetzt spawnt der nicht mal, oder was? Ha? Wieso stand hier Machtriss? Ach ne, da. Das ist doch nicht mehr euer verfickter Ernst, Respawn. Bro, bitte. Es ist gut langsam. Oh, ich hab so die Fresse dick von diesem Spiel, ne? Ich kann den scheiß Parcours gleich auswendig hier, ey. Thank you.
drauf. Fick dieses dreckige Wix-Game, Alter. Ja, stirb, du Spaß. Stirb, du Spaß. Ja, und du genauso. Komm her, brauchst nicht weglaufen. Wir können allesamt abkacken, So. Meine Fresse. Hey, wo ist der andere hin? Ah gut, keine Ahnung. Ey, Digga, es ist so ein dummes Wix-Game, Drei Kreuze, wenn ich die Scheiße hier nicht mehr spielen muss, Also wirklich, Bloß weg von diesem Hurensohn Planeten, Aber erstmal speichern. Konzentration. Okay, weiter geht's. So. Ne, die sind alle auf 100%. Ja, okay, Leute. Ich werde jetzt gucken, wo die letzte Lore hier von Boat ist. Und dann gibt's das auch noch. Also, bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder. Unschwer zu erkennen. Ich weiß jetzt, wo das letzte Ding ist. Und dann werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal in der richtigen Order alle durchgucken. Ich hoffe, die sind vom Spiel richtig sortiert und nicht nach Fund. Damit wir dann einmal nochmal so den zusammenhängenden Scheiß haben, warum und wieso Boat so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und warum das Ganze so abgelaufen ist. Was ist unser nächstes Ziel? Yep, Tenalo natürlich. Warst du schon an vielen Orten in der Galaxis, Cutter? Nein, das ist alles so groß und unheimlich. Ich werde dich beschützen. Hey, was ist mit mir? Bin ich nur ein rohes Kerststeak in deinen Augen? Ich habe dich nie kämpfen sehen. Kein einziges Mal. Nur damit du es weißt, die Weltraumakademie von Lateron hat mich als Helden geehrt. Ihr zwei seid gut befreundet, was? Das war mal anders. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Doch, mir alles egal, ich sag's wie es ist.
Gibt's hier auch? Ah ne, hier gab's ja gar nichts, ne? Gab's ja nur auf Kobo. Ich kann immer nicht drauf klar, wie geil dieses Wasser einfach aussieht, ne? So. Ja, komm, ist gut. Boah, Digga. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich nach der heutigen Folge hinter dieses Spiel einen Haken setzen kann. Endgültig. Einfach echt die Schnauze voll von diesen ständigen Abstürzen. Rucklern, beschissen. Wirklich keine Lust mehr. Zwar trotzdem ein gutes Game, aber sowas macht es mir ehrlich gesagt dann am Ende dann immer noch ein bisschen madig. Ich muss gleich mal gucken. Da ist es nämlich. Ob ich jetzt auch alle Machtrisse habe. Zeig mir dein Licht, das ist deine Pflicht. Geisterstern, sieh mit mir. Zeig mir dein Licht, das ist deine Pflicht. Sing mit mir. Okay, es geht um seine Frau. So. Alles klar. So, dann einmal nochmal in die Datenbank. Und jetzt Boats Geschichte. Doppelagent. Boat erstattet vor seiner ersten Operation mit Cals Crew bei Denwick Bericht. Denwick ist unsicher, ob Boat erfolgreich sein kann, wo andere versagt haben, aber Boat ist zuversichtlich. Verkleidungen. Boat erstattet bei Denwick Bericht und informiert ihn über das Schicksal der Überfallcrew. Denwick lobt den Erfolg der bisherigen Mission, den Boat seinen vor- und während der Auslöschung der Jedi erlangten Fähigkeiten zuschreibt. Fehler. Boat spricht mit Doma darüber, wie er sein Jetpack erhalten hat. Eine wie üblich blutgetränkte Angelegenheit, die für Boat gut ausgegangen ist, für seinen Gegner weniger. Ja. Schwer daran zu erkennen, dass Jetpack das bekommen hat. Abmachungen. Nachdem Boat mit seiner Tochter von Birren geflohen ist, geht er eine Abmachung mit seiner früheren Kontaktperson Lang Denwick ein und verspricht, alles für Cutters Sicherheit zu tun. Leine. Boat erstattet bei Denwick Bericht, nachdem er Seer Junda ausfindig gemacht hat. Allerdings hält er ihre genaue Position als Notfallplan geheim, um fürs Erste ein Druckmittel gegen Denwick zu haben. Kopfkanon. Nachdem Boat sie aus dem Lucrehalt gerettet hat, beschließt er, in ihren Datenbanken nach nützlichen Informationen über Tenelor zu suchen. Blind. Boat erkennt endlich, dass Cal etwas für Meryl empfindet und gleichzeitig wird ihm klar, wie er das gegen ihn einsetzen kann. Ansätze. Boat versucht erneut, Cal zu überreden, sich ihm anzuschließen, um dem Jedi den Verrat durch ihn zu ersparen. Brüder. Beim Kampf durch das Lucrehalk erkennt Boat, dass seine Freundschaft zu Cal nicht mehr nur gespielt ist, was ihn erst kurzzeitig euphorisch stimmt und dann extrem frustriert. Schwert. Als die Crew ihre Rückkehr nach Jeddah plant, beschließt Boat, Dagens Schwert an sich zu nehmen, während er mit der bevorstehenden dunklen Entscheidung hadert, die er treffen muss. Boat trifft die schicksalhafte Entscheidung, Cal, seine Crew und Seer zu verraten und ruft die Inquisitoren nach Jeddah. Ein Augenblick lang hätte er es fast nicht getan. Abmachungen ändern sich. Eine angespannte Diskussion zwischen Boat und Denwick, der ISB-Agent ködert Boat mit den Versprechen, ihm den Mörder seiner Frau zu nennen, falls er handelt wie befohlen. Schlaflied. Eine Aufnahme davon, dass Boat Akuna seiner Tochter Kata ein Schlaflied singt. Und jetzt das letzte. Tayala. Boat singt das Wiegenlied Geisterstern und widmet die geänderte letzte Zeile seiner Frau Tayala. Ja.
Dann ab zum Saloon. Schnellreise. Warum wir da jetzt nicht direkt auf die Mantis können, versteht aber auch keiner, oder? So, hat sie vielleicht noch einen neuen Dialog wegen ihrer Mutter? Ist das jetzt unsere Heimat? Hoffentlich. Aber wir brauchen noch einiges, damit es sich auch so anfühlt. Werden noch mehr Leute kommen? Irgendwann schon. Und wir müssen sie beschützen. Dieser Ort ist vor dem Imperium sicher. Ich verstehe. Tut mir leid, Carl. Ich wäre jetzt gern allein, okay? Kein Ding. Lass uns später reden. Vielleicht. Ich habe auf meinen Reisen viele Orte gesehen, aber keinen wie diesen. Ja, es ist unglaublich. Hier ist eine Dunkelheit. Du spürst sie auch, oder? Ja, sie ist überall. Aber es gibt auch Licht. Ich werde bereit sein, Carl. Ich sag's dir, dieser Ort hat etwas Besonderes. Besonders genug, um dafür einen Flug durch eine Anomalie mit einer Erfolgschance von 1 zu 1 Million zu wagen? Nein, absolut nicht. Lass uns das nie wieder tun, ja? Ich sehe lieber mal nach, ob unsere Systeme gegrillt wurden. Lass uns später reden, ja? Welcher Planet als nächstes? Kobo. Nimm Kurs auf Kobo. Ich vermisse es hier. Ja, ich auch. Wer war das? Eine Freundin von uns, Kleine. Sie ist fort. Oh, es tut mir leid. Die war doch beim Begräbnis dabei. Sie war was Besonderes. Ja, das war sie. Ich glaube, ich habe immer noch nicht den letzten Prioritklumpen, oder? Ja, ein Ding fehlt immer noch, Digga. Ansonsten, das haben wir. Ja, wir haben alles durch hier. Ist halt original nichts mehr. Warte mal, er sagt aber. Ach so. Das sind ja auch die Dinger. Oder sehe ich hier vielleicht irgendwo noch diesen scheiß Prioritklumpen? Na, ehrlich gesagt, ne. Den hatte ich aber auf jeden Fall bekommen.
Hatten wir jetzt bei Scuba auch alle Einträge? Ja, ne? Flora und Fauna. Ne, das waren ja nur die Fische. Charaktere. Aber ich glaube schon. Ja. Ich rede jetzt erst mit sie. So viele Leute sind gegangen, Kerl. Ja, es ist hier etwas einsam geworden. Werdet ihr mich ab und an besuchen? Natürlich, sie. Dann ist das kein Lebewohl. Großartig. Wir reden später. Machen Sie weiter. Sehen Sie sich das an. Damit kann ich nichts falsch machen. Sicher, Kerl. Ich nehme das hier. Ich hoffe, das wird Ihnen helfen. So, das heißt, das haben wir alles. Lass dich da draußen nicht umbringen. Check, check. Junge, ich habe die vielen Fische bewundert, die wir in den Tank gesetzt haben. Und das hat mich an etwas erinnert, das ich mir von der Seele reden wollte. Nämlich? Ich brauche nur wenig Bequemlichkeit. Aber eins muss ich dir sagen, deine Yacht ist ein Prachtstück. Die Mantis? Ei, weißt du, warum sie mir gefällt? Vielleicht erinnert sie dich an... Weil sie mich an einen Fisch erinnert. Ihr Rumpf ist ein Hingucker, geschmeidig wie Thranta-Speck, mit einer Flosse und allem. Speck. Leider ist sie nicht so wendig wie ein echter Fisch. Ich glaube auch nicht, dass Grease gerne mit der Mantis unter Wasser gehen würde. Ei, ich weiß. Okay. Alles andere wäre jetzt sowieso nur noch Gelaber. Ich denke mal, dass sie einfach irgendwelche Lückenfiller-Dialoge hier noch eingebaut haben. Sagt der noch irgendwas wegen seinem Kollegen da? Wir reden später, ja? Nö. Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Ah, es sind echt immer und immer und immer und immer weniger Leute geworden. So, jetzt check ich nochmal eben. Es geht. Das komplette Angebot ist legal. Versteht sich. Pass auf dich auf, ja? Okay, keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, warum hier immer noch angezeigt wird. Warte mal, vielleicht können wir ja hier rüber das gucken. Nö. Das heißt, das muss ich machen. Aber das mache ich ja, wie gesagt, off-stream. Beziehungsweise off-air. Weil es juckt ja, glaube ich, keinen. Das kann ich ja auch noch dann off-air machen. Weil gibt ja eh keinen Dialog anscheinend mehr. Irgendwas wollte ich noch gucken. Boni, genau. 22 von 25, ja, das, die anderen drei sind ja Dingens. Die hier nicht aufgelistet werden, weil es die im NG Plus gibt. So, hier ist auch nichts mehr. Warum switcht er dann hier die Waffen? Okay. Das war ja der ganze Shit. Das war der Shit. Ja, wir haben alles auf 100%, ja.
Taktischer Leitfaden, Gruppierungen 100, Batman Raiders. Irgendeiner ist hier nicht gescannt worden dann von den Batman Raiders. Oh, schade, Alter. Aber wie soll ich den jetzt noch finden? Ja gut, man kann natürlich im Internet glotzen. Achso, das ist, weil der da keinen Arm hat und da hat der wieder einen. Im Internet einfach glotzen, wenn man nicht hat, ne? Aber warte mal, es geht ja sowieso nur um die Bedlam Raiders. Und das Spiel ist sowieso abgeschmiert. Nice. Ich verstehe es echt nicht mehr. 'm. Ja, genau, stimmt. Ich wollte noch nach dem Machtessen gucken. So, warte mal, hier gibt es nämlich ein Video. Irgendwo ist nämlich noch ein Machtriss, den ich nicht habe, anscheinend. Okay, ich werde rausfinden, welcher das ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich habe herausgefunden, nachdem ich recherchiert habe, dass es hier wirklich noch eine Machtriss gab, den ich auf Kobo nicht gemacht habe. Und das Lustige ist, es ist auch exakt wieder die Geschichte, die ich in einer der letzten Folgen schon hatte. Hier unter dem Aufzug, da war nämlich auch noch ein Weg und da ist der Machtriss. Und ich dachte eigentlich, ich habe mich jetzt nicht großartig spoilern lassen, aber ich dachte eigentlich, ich hätte den gehabt. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder den Scheiß anmachen. Relikte können wir auch eigentlich mal anzeigen lassen. Dann haben wir eine bessere Übersicht, wo was liegen könnte. Aber ja, hier ist noch ein Machtriss. Hier ist irgendwas. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das gemacht, weil... Ach nee, warte, ich hatte das mit zwei Affen. Genau, so war das. Dann capture ich doch am besten ihn. Okay. Dann capture ich ihn. Okay. Ihn. Okay. Dann bin ich jetzt am Arsch. Gerade sagen, Alter, es ist ziemlich nett, dass die anderen beiden warten. Gib mir einen BD. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie 40.000 Mal er zuschlagen möchte. So, ihr habt die Memo nicht bekommen, du Bitch. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ich muss ruhig bleiben.
Aber warte mal, ich versuche mal mit einem anderen anzufangen. Ich versuche mal mit dem anzufangen. Nee, anscheinend. Anscheinend gibt es hier halt wirklich... Anscheinend gibt es halt wirklich die festgelegte Reihenfolge. Das war es nicht. Das Echo ist nicht verklungen. Konzentrier dich, Cal. Ich wechsle mal wieder den Schwertkampf. Stehe einfach nicht auf Doppelklinge, auf zwei Schwerter. Ich muss meinen Geist frei machen. Probieren wir es mal damit. Das hat ja bei den Dingen gut funktioniert. Aber die Doppelklinge ist scheiße dafür. Ich kann das schaffen. Und auch unsinnig. Und die fette Klinge, die ist einfach zu langsam dafür. Das ist das, was ich meine. Er greift halt 7 Milliarden Mal an, ey. Digga, es ist gut.
Junge, es ist nicht mehr wahr, Alter. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ich muss ruhig bleiben. Auch das, Alter, dass du irgendwo immer hängen bleiben musst. Alter, wo bin ich hier gelandet, ey? Hallo, Mann!
jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht mehr zu glauben, Leute. Und durchatmen. So. Ja, das werde ich auf jeden Fall offstream machen. Genauso wie das. Ja, ansonsten, wie gesagt, wüsste ich nicht mehr, was ich jetzt noch machen sollte. Weil haben, tun sollen, würden, könnte, habe ich alles. Das war's, mehr fällt mir nicht ein. Gut, Leute. Dann ist damit Schluss für heute. Und auch sonst. Das war Jedi Survivor. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, haut rein. Peace.